Hallo und herzlich willkommen zu Heidwuni. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute werden wir, wie bereits angekündigt, unseren Goliath anschließen. Und dazu werde ich aber ganz kurz erstmal das Wasser abstellen. So, dann tropft es hier nicht rum. Hier ist unser Goliath. Und den werden wir heute, wie bereits gesagt, anschließen. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Nee, ich wollte ihn nicht nehmen, danke. Nein, ich wollte nur dieses Menü aufklappen, genau. Und dann einmal wieder drehen. So muss es sein, genau. Also, Ziel ist es praktisch, unseren Goliath anzuschließen. Dann haben wir hier noch einen Ernter. Wir müssen auf jeden Fall nochmal hier eins nach oben. Dazu haben wir hier schon ein Förderband. Das werde ich schon mal hier entsprechend installieren. So, dann kommt ja theoretisch hier schon unser Ernter hin. Jetzt müssen wir mal überlegen, wie kriegen wir das denn jetzt am bescheidensten hin? Theoretisch könnte das Förderband hier weg. Oder ich würde das alles eins weiter bauen. Das wäre natürlich auch noch eine Option. Dann müsste hier jetzt unser Ernter hinkommen. Der könnte, wie gesagt, dann theoretisch hier ausgerichtet werden. Das wäre eigentlich optimal so. Und er wäre auch sogar angeschlossen. Nur unser Förderband wäre nicht angeschlossen. Das ist natürlich schlecht. Und wir können das Förderband, glaube ich, auch nur von einer Richtung anschließen, ne? Ja. Genau, das würde natürlich nicht funktionieren. Wir müssen unser Förderband natürlich auch anschließen. Wie würden wir das hinbekommen? Im Endeffekt müssen wir hier nochmal eins weitergehen und dann theoretisch hier nochmal dran. Mal sehen, ob das alles so hinbekommt, wie ich mir das vorstelle. Also. Einmal schnappen wir uns jetzt dieses Rohr, drehen das in die hoffentlich richtige Richtung und platzieren das mal hier hin. Meine Schaufel, die legen wir mal hier ab und unsere Bürste auch. Dann müssen wir hier das, glaube ich, einfach erstmal alles ein bisschen umbauen. So, das wird hier angeschlossen, dann kommt das hier dran, dann schieben wir praktisch die ganze Anlage, jetzt muss ich mal überlegen, wir schließen das hier an. Die Kiste kann ja theoretisch weg, weil wir überlisten die Schwerkraft. Wir könnten jetzt, ha! Das, nee, halt, das würde ja auch nicht funktionieren. Wir müssen ja trotzdem, wir müssen ja trotzdem, warte mal, nee, wenn man das anders, wenn man das eine mal hier hin, setzen das falsch gedreht hier hin, haben wir noch Rohre hier irgendwo rumfliegen? Nein, da müssen wir wieder mal zum Händler. Habe ich denn, Geld hatten wir aber noch, oder? Schubkarre, nehmen wir es mal mit. Ich glaube, wir hatten auf jeden Fall Geld. Und da sollten wir mal schauen. Ja, hier, ach, wir sind doch reich. Fast schon richy rich. 1957. Ja, davon gönnen wir uns mal wieder ein paar Rohre. Lasst mal Rohre legen. Oder verlegen. Das sind nämlich immer so an die passenden Werbezeiten, so. Um Zeiten, wo man eigentlich gar kein Fernsehen mehr schaut. Und dann so die üblichen Rohrverleger kommen. Naja, gut. Das ist ein anderes Thema. Wir brauchen einfach nur Rohre, um unser Wasser zu verteilen. Jo, läuft. Hier hin. So. Dann kaufen. Hallo? Kann ich nicht kaufen? Warum nicht? Okay.
Irgendwas Bucket. So, jetzt kann man es kaufen. Und dann legen wir natürlich erstmal die Rohre alle wieder hier fein rein. Ja, vielleicht glaube ich auch nicht immer wieder verkehrt. Das wäre schon mal ganz fortschrittlich. Einmal hier eine schöne Drehung. Und da nochmal drehen. So, jetzt. Das. 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 Vielleicht die Maus wieder ein bisschen langsamer, damit wir hier uns nicht schwindelig wird, ne? Ja, ich bin echt gespannt, ob wir das Ziel heute erreichen werden. Aber ich gehe aber ganz fest von aus. Und dann freue ich mich schon bald, euch die ganzen Aufnahmen zu präsentieren. Denn ich erinnere nochmal, wir machen hier eine Staffelaufnahme. Und bevor ihr sozusagen die erste Folge sehen werdet, das hatte ich ja schon bereits mehrfach erklärt, ist es so, dass im Endeffekt ich schon alles im Kasten habe. Also sozusagen unsere erste Staffel, die aus 30 Folgen bestehen wird. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. So, mal gucken jetzt. Wir haben jetzt den... Ich muss ja dieses Rohr auch noch anschließen. Ich könnte jetzt Folgendes machen. Genau, ich habe da eine Idee, weil ich würde doch diesen künstlichen Teil, das was ich vielleicht auch noch hier lassen, aber das, nee, das wird nicht funktionieren, oder? Dann plätschert mir das ja hier runter, das macht ja keinen Sinn. Das macht ja keinen Sinn, nee, das geht nicht. Ich muss das wegnehmen und muss das eigentlich alles einmal hier rüber bauen. Damit ich da an das Rohr komme. Genau. Machen wir so. Dann sieht das Ganze auch gleich vernünftig aus. Und statisch ist es dann auch richtig. Ja, so zumindest nicht. Also. Na. Aber. Jetzt aber. So. Dann das. Warte mal, bin ich jetzt hier auf der richtigen Seite? Jetzt schließe ich das hier an. Ja, gut, dann ziehe ich die ganze Anlage ein bisschen nach vorne. Warum mal nicht? Kann man machen. So, dann schließe ich die hier an. Jetzt muss ich überlegen. Ich gehe praktisch hier rüber. Da müssen wir jetzt wieder ein bisschen Erde wegbuddeln. Deswegen haben wir hier unsere Schaufel. Und dann würde ich sagen, machen wir die erstmal wieder am Haus hin. Ich werde den hier immer noch wegmachen. Und ich würde sagen, wir gehen auch eine Runde schlafen. Schlafen. Ach, hier liegt ja auch noch ein Rohr. So, das. Und dann drehen wir das. Genau. Dann können wir, glaube ich, dieses T-Stück einmal verwenden. Müssen das einmal dann da hochlegen. Deswegen kann die Erde hier auch noch weg. So. Dann brauchen wir wieder eine Biegung. Wir machen die Biege. T, genau da hoch. Perfekt. Dann brauchen wir nochmal eine Biegung. Ne, das ist ein T. T, T, T. Biegung. Fliegt hier nicht durch die Kante. So ist das nicht gewollt. So, wenn wir das hier angeschlossen, dann geht das
hier weiter, dann ist das hier angeschlossen. So, da habe ich den, dann kommt da ein gerades Stück hinein. So, das sieht doch cool aus schon. Dann schauen wir mal weiter. Wir haben das angeschlossen, das angeschlossen. Das purzelt da runter. Das purzelt dann theoretisch hier aufs Fließband. Jetzt haben wir hier unsere Förderstraße. Jetzt ist die Frage aller Fragen, wenn ich jetzt hier ein Rohr anschließe. Wobei, warte mal, nee, wir schließen hier noch kein Rohr an. Ich glaube, wir gehen nochmal zum Händler und kaufen uns nochmal hier so zwei Biegeteile. Vielleicht kriegen wir es um die Ecke gebogen. Ha, das ist die Idee. Deswegen mal ganz schnell zu unserem Fahrzeug. Zu unserem Hydro-Truck. Und dann geht's gleich mal zum Händler. Rückwärtsgang einlegen. Nicht die Laterne mitnehmen. Kein Freiflug gewinnen. Nein, wollen wir nicht. Oh. Einmal wenden. Oh, Vorsicht, die Laterne. Und dann geht's zu unserem Lieblingshändler für Förderbänder. Okay, es gibt auch nur einen. Hilfe. So, dann einmal Handbremse. Ganz geschickt geht's hier rum. Und natürlich ist das nicht der Hydro-Truck, sondern es ist der Hydro-Traktor. Und da müssen wir es ja auch richtig sagen. So. Dann einmal das Geld mitnehmen. Dann waren hier die schönen Förderbänder. Und dann brauchen wir auf jeden Fall noch so eins. Und dann möchte ich auf jeden Fall nochmal so eins. Und dann nehme ich ganz gerne noch so eins. Und stellt euch vor, wir nehmen nochmal eins. Ei. So. Oha, das kostet doch ein bisschen Kohle. Aber, wie heißt es so schön? Von nichts kommt nichts. Einmal Rückwärtsgang. Und dann können wir die Sachen hier wunderbar einladen. Ja, ich bin echt schon wirklich riesig gespannt, wie ihr dieses Projekt finden werdet. Es ist ja auch das erste Projekt mit dem neuen Konzept. Da bin ich schon wirklich richtig gespannt. Und ich bin auch gespannt, wer mich identifizieren kann. Das wird noch interessanter sein. Weil ich habe nirgendwo etwas davon preisgegeben. Sozusagen ist es gerade das erste Mal, dass ich überhaupt davon rede. Aber lasst euch überraschen, würde ich sagen. So, wir werden auf jeden Fall in dieser Folge, weil versprochen ist versprochen, werden wir auf jeden Fall unseren Goliath ans Netz bringen, damit wir nämlich auch entsprechend, ja, dann richtig gut Geld verdienen können und dann uns sozusagen auf das nächste Ziel hinarbeiten werden. Und wie bereits ja schon mehrfach gesagt, vielleicht schaust du es ja gerade zum allerersten Mal, dann habe ich hier einen kleinen Tipp. Wenn du weitere Folgen gerne sehen möchtest, wenn du wissen willst, dass alles so in der Vergangenheit passiert ist, dann schau doch mal in die Videobeschreibung, da findest du die Playlist. Und wir werden definitiv hier nicht schneiden, ja, also ihr findet alles 1:1 wieder und das wird auf jeden Fall cool. Richtig cool. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das Förderband, das ginge praktisch hier lang. Okay, das brauche ich nicht. Das Förderband geht sozusagen in diese Ecke. Das würde so gehen. So, mal gucken. Würde das denn funktionieren? Das sieht sogar gut aus. Dann hätte ich jetzt mit diesem Umbau theoretisch auch sparen können. Aber so habe ich noch ein bisschen Platz gewonnen. Machen wir auf jeden Fall. So, dann habe ich das nämlich. Dann brauchen wir auf jeden Fall hier nochmal ein theoretisch Zentrierförderband.
Habe ich das denn hier auch noch irgendwo rumfliegen? Ich habe nur eins hier vorne. Wobei wir können das auch eigentlich so lösen, dass wir hier das zentrieren. Und dass wir das vielleicht so lösen. Und dann werde ich das hier nochmal abstöpseln. Hallo? Warum drehst du dich nicht? Dreh dich. Hallo? T-E-R-X? X? Hä? Z? Wieso dreht sich das Ding nicht? Warum dreht sich nicht? R-R-R-R-T-T-T. Hä? Jetzt bin ich aber maximal überfordert. So, warte mal. Das? Hä? Warum kann ich denn jetzt hier nichts drehen? Halt, stopp. Wir kontrollieren mal ganz kurz, warum ich hier nichts drehen darf. RTY. Ja, und? Y? Ah, jetzt. Ich würde sagen, ich habe die falsche Taste gedrückt. Y und dann da. Na. Das und. Was ist denn? Also, hallo? Y? Jetzt. Genau. So, und dann machen wir nämlich Folgendes. Also, heute habe ich es aber auch mit meinem Tränen, du. Und dann kommt das natürlich da dran. Und das kommt da dran. Ich würde sagen, das sieht eigentlich verdammt gut aus. Ich glaube, wir können es wagen, das Wasser wieder einzuschalten. So. Und hier tropft es auf jeden Fall. Da müssen wir mal gucken, wo es jetzt hier gerade tropft. Ah, okay. Da wird ein Korken benötigt. Alles klar. Lass mich gehen. Ich brauche einen Korken. So, bringen wir mal hier unser Geld zum Wiesenhändler. Kaufen uns hier nochmal schnell einen Korken. So, dann sollte es ja auch gleich nicht mehr tropfen. Unsere Maschine nicht mehr undicht. Wobei, warte mal, halt, wir brauchen doch, glaube ich, gar keinen Korken. Wir können doch einfach. Was haben wir hier gemacht? Lol. Warte mal, das. Kann ich. Weil das ja nicht so weit oben ist, ne? Die ist ja weiter. Nee, jetzt verstehe ich nur noch Bahnhof. Was ist denn jetzt los? Die Maschine? Ist die nicht auf der gleichen Höhe gelandet? Ah, lol. Ach, lol. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ja, nee, das funktioniert noch nicht. Da habe ich noch etwas vergessen. Okay. Guck mal nur zurück, weil natürlich, wenn hier die Sachen dann runterfallen, wie sollen die da auf das Förderband kommen? Ja, genau. Nämlich gar nicht. So, das heißt, dass wir alles nochmal abbauen. Das. Genau, deswegen habe ich das nämlich so gehabt. Das heißt, ich muss die Erde natürlich auch noch wegbauen. Logisch. Klar. Und ich muss natürlich auch hier das Förderband nach unten setzen. Das ist auch logisch. Also die Erde da muss noch weg. Und dann kommt das dahin. Ja, gut. Gut. Dann machen wir das doch mal. Graben wir noch eine Runde.
Gucken, dass ich hier nicht alles zubaue. Müssen wir auf jeden Fall die Erde uns noch wegräumen. Da gibt es ja auch leider keine größeren Behälter, wo man die dann reinbuddeln kann. Müssen wir mal gucken, wie wir das dann gleich lösen werden. So, ich will mal schauen, dass ich jetzt hier schon einen Schritt weiterkomme. Das wäre der Schritt, genau. Das wäre dieser Schritt. Und dann musst du nach oben gehen. Ja, genau. Das. Und dann kommst du. Und kommst da rein, ne? Ja. Genau. Und dann schließen wir natürlich nicht das Ding an, sondern schließen wir das Teil hier wieder an. So, jetzt aber. Jetzt müsste es funktionieren. Jetzt sollte das Ganze dupliziert sein. Wir schalten die Maschine ein. Wir schalten die Maschine ein. Und wir legen los. Wenn ich hier nicht festhängen würde. So, jetzt. Jetzt bin ich so gespannt. Die erste Maschine läuft. Irgendwo tropft es wieder. Weil hier passiert irgendwie gerade nichts. Warum immer hier nichts passiert. So, hier muss ich mal ein Gurken rein. Warum passiert hier nichts hier? Ah! Die hat noch kein Wasserröhrchen. Gut, das macht Sinn, dass hier noch nichts passieren kann. Deswegen nochmal so ein schönes Teestück mitnehmen. So, das legen wir einmal hier hin. Und das dafür mal hier hin. Das da rum. Eine Kurve. Und dann sollte sie auch funktionieren. Genau, die Betriebsleuchte leuchtet. Und dann sollten hier größere Brocken kommen. Fehlt jetzt noch was? Oh, ach du Heilige, kriegen wir das überhaupt klein? Dann ist denn hier überhaupt was? Oder wo landet das jetzt? Müsste doch hier ausgeworfen werden, oder? Im Moment sehe ich noch nichts. Also hier läuft alles. Das sieht alles gut aus. Das klappt auch. Aber da bin ich noch ein bisschen überfragt. Müsste ja eigentlich da rauskommen. Die Maschine ist angeschlossen. Das läuft alles. Aber die Klumpen sind doch verdammt wenig, ne? Habe ich da schon zu viel weggegraben vielleicht? Aber die Maschine ist jetzt wieder aus. Warum ist die aus? Gut, das habe ich mir irgendwie jetzt anders erhofft. Warum greift er jetzt hier nicht? Warum klappt das so nicht, wie ich mir das hier vorstelle? Hier ist angeschlossen. Ist der Wasserdruck zu niedrig? Eigentlich
Oder sind es mit Bohrrahmen verstopft? Nee, auch nicht. Eigentlich Bohrrahmen unser Ernte. Aber warum zeigt der hier jetzt nichts mehr an? Als wäre der jetzt irgendwie deaktiviert worden. Das verstehe ich nicht. Dann das Ding auf den Moment hier hin. Nehmen unsere Schaufel und machen einfach wieder mal Erde hin. Keine Ahnung, was das bringt. So, ich lege die Schaufel wieder weg. Und den wieder da rein. Ja, jetzt wird er wieder angezeigt. Dann darf ich da nicht so viel Erde wegnehmen wahrscheinlich. Eieiei. Wie lösen wir das Problem denn? Gut, ich will jetzt einfach nochmal wissen, ob das Teil jetzt hier funktioniert. Also, müsste jetzt hier irgendwann ein größerer Brocken rauskommen. Wahrscheinlich muss der Brocken auch noch zerkleinert werden. Könnte ich mir vorstellen, dass der zu groß ist. Wobei, ich weiß nicht, ob der zu groß ist. Okay. Also kam auf jeden Fall was an, aber ich sag mal so, im Verhältnis verdammt wenig. Und das Ding schon wieder leer. Das ist natürlich. Das ist mehr als semi-optimal. Okay, also wir halten fest. Goliath ist ans Netz angeschlossen. Funktioniert aber so wirklich mal gar nicht. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze in der nächsten Folge an. Und ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Macht's gut. Ciao.